Ja, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja das Thema Rundfunkänderungsstaatsvertrag und die Zustimmung des Parlaments zum 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, wie er jetzt in zweiter Lesung vorliegt, bereits im Februar hier behandelt. Und wir haben danach dann, das hat Kollegin Spanjol, aber auch die anderen Redner ja eben dargestellt, im zuständigen Ausschuss da auch eine eingehende Beratung im Rahmen der Lesung im Ausschuss zum Gesetzentwurf gehabt. Und ich kann sagen, ich freue mich, dass die Anpassungen vor allem an die Erfordernisse des digitalen Zeitalters, die damit vorgenommen worden sind für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hier auch auf eine breite Zustimmung getroffen sind. Das kann man, glaube ich, trotz Kritik, die auch angefügt worden ist, eben so sagen. Und es geht ja in dieser Überarbeitung des Rundfunkänderungsstaatsvertrages auch um die Überarbeitung des Telemedienauftrages. Das ist eben deutlich geworden. Es geht darum, wie kann man öffentlich-rechtlichen Rundfunk so erlebbar machen, dass er auch in einer Zeit, in der man eben über Apps, in der man über digitale Angebote, über Plattformen, Rundfunkdienstleistungen konsumiert, dann diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in das moderne Zeitalter bringen, wenn wir alle wissen, dass die Anzahl der jungen Menschen vor allem, die einen Fernseher zu Hause in ihren Zimmern haben, eben rapide sinkt, weil das eben auf anderen Kanälen wahrgenommen wird. Deswegen glaube ich, ist das ein sehr wichtiger Schritt und das ist das, was hier auch im Gesetzentwurf festgehalten ist. Jetzt haben Sie natürlich recht, Frau Kollegin Spanjol, wenn Sie sagen, dieser Lösung im Rundfunkänderungsstaatsvertrag, den die Ministerpräsidenten miteinander abgeschlossen und besprochen haben, dem zuvor ist ja natürlich auch eine tiefgreifende gesellschaftliche Debatte auch gegangen darüber, was ist Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das darzustellen und was ist Aufgabe von klassischen Printmedien. Und da muss man natürlich auch festhalten, dass wenn man sich mal die Medienlandschaft insgesamt anschaut in Deutschland, dass wir zumindest mal im Vergleich mit anderen Staaten immer noch eine sehr stark diversifizierte Medienlandschaft haben. Da stellen wir fest, dass es Tageszeitungen gibt, da gibt es überregionale Tageszeitungen, es gibt Tageszeitungen, die sich insbesondere im regionalen Bereich verankert fühlen. Und ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese regionale Verwurzelung gerade von Printmedien eben auch Wesensmerkmal ist unserer vielfältigen Medienlandschaft. Und deshalb sage ich, war es auch notwendig, hier einen Kompromiss zu finden, zu vermitteln zwischen der Presse und zwischen dem Rundfunk, auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich glaube, der Kompromiss, der jetzt gefunden worden ist, der kann sich tatsächlich auch sehen lassen. Diesem Kompromiss ist ein hartes Ringen zuvorgegangen. Und wenn dann Ergebnis vorgelegt werden konnte im letzten Jahr, dann ist das, glaube ich, auch ein Erfolg für die Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und natürlich können Sie jetzt sagen, Frau Abgeordnete Spanjol, das ist doch so schön bequem, wenn ich nun mich informieren will über die aktuellen politischen Ereignisse und ich will mal noch mal recherchieren, was ist denn da gesagt worden? Und dann nehme ich mein Smartphone und rufe die Seite des Saarländischen Rundfunks auf und ich kann dann sehr schön nachlesen, was da eben auch alles gelaufen ist. Und da muss man auch sagen, hat das ein bisschen was damit zu tun, wie wir vielleicht auch in der Politik Medien konsumieren. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle auch, überlegen Sie doch vielleicht mal, wie oft Sie zum Beispiel auch die Geschehnisse im Heimatort oder wie oft Sie, wenn ich jetzt mal ein kleines Dorf herausgreife aus meinem Landkreis, Wiesbach, da könnte man natürlich sagen, ein solches Dorf findet man im Saarländischen Rundfunk in den Sportnachrichten relativ häufig wegen dem erfolgreichen Fußballclub. Wenn es aber darum geht, was die Vereinslandschaft in so einem Dorf so alles leistet, dann muss ich doch auf der anderen Seite die Saarbrücker Zeitung auch aufklappen und finde dort interessante Nachrichten, die in einem öffentlichen rechtlichen Rundfunk nicht vorkommen. Jetzt kann man sagen, Frau Kollegin Spanjol, im Saarland ist das ja alles kein so großes Problem. Da gibt es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einen saarländischen Rundfunk. Da taucht, sage ich mal, zumindest mal die Stadt Homburg, kann man fast sagen, also ist jetzt vielleicht ein schwieriges Beispiel, aber da taucht zumindest mal die Stadt Homburg in jedem aktuellen Bericht auf. Aber ich kann beruhigen, auch die Stadt Neunkirchen taucht dort in jedem zweiten aktuellen Bericht auf. Aber wenn Sie jetzt, Münchspieß, das ist neu, ja, wenn Sie aber in Kastrop-Rauxel wohnen. Münchweiler ist wichtig. Münchweiler ist auch wichtig, da braucht man dann die Saarbrücker Zeitung. Aber wenn Sie in Kastrop-Rauxel wohnen,
Frau Kollegin Spaniol, und sind auf die Informationen des öffentlichen rechtlichen Rundfunks angewiesen, dann kann ich Ihnen sagen, finden Sie Ihren eigenen Heimatort im Angebot des WDR deutlich seltener wieder, als das in der regionalen Presse der Fall ist. Deswegen, wenn wir über die Vielfalt, über die Medienvielfalt in Deutschland reden, und dazu zählt eben nicht nur das Saarland, sondern auch andere Bundesländer, dann können wir auf die Printmedien nicht verzichten. Und es wundert mich dann schon so ein klein wenig, wenn die Kritik dann gerade in dieser Form von Ihrer Seite kommt, wo Sie sich doch an anderer Stelle immer wieder dafür eingesetzt haben, dass es hier auch noch eine Saarbrücker Zeitung im Saarland gibt. Wir jedenfalls sehen seitens der Landesregierung sowohl die Interessen der Printmedien als auch die Interessen des Rundfunks. Und deswegen bekennen wir auch uns zu diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag, liebe Kollegen. Aber ich will es dabei nicht bewenden lassen, denn wenn wir über den Rundfunkänderungsstaatsvertrag reden in 22. Fassung, dann reden wir natürlich auch über den Auftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Und der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ist eben kein Selbstzweck. Es ist eben so, dass wir einen Rundfunkbeitrag haben, der auch aus meiner Sicht nicht zum Privileg, Herr Fraktionsvorsitzender Dörr, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dient, sondern die Freiheit und die Mittel, die wir ARD und ZDF mit ihren Programmen anvertrauen, die geben wir ihnen ja treuhänderisch, damit sie eben auch kritischen Journalismus leisten können, wertvolles Programm schaffen können und auf diese Weise auch den demokratischen Diskurs in unserem Land, das konstruktive Streiten eben um den besten Weg, die besten Lösungen dann auch fördern können, indem sie eben kritisch diesen Diskurs auch begleiten. Und deswegen will ich das an dieser Stelle auch sagen, wenn wir über den Beitrag diskutieren, und wir werden in nächster Zeit auch noch mal mehr über den Beitrag diskutieren, dann müssen wir immer noch mal darauf Wert legen, dass wir in diesem Sinne in Deutschland Glück haben, dass wir eine so vielfältige und leistungsfähige Medienlandschaft haben, eben mit der Presse, aber auch mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk, mit Filmwirtschaft, mit immer wichtiger werdenden Wirtschaften, wie zum Beispiel der Gaming-Wirtschaft, wo es eben auch um die Vermittlung von Inhalten geht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man auch, wenn man über Beitrag diskutiert, immer noch mal darüber diskutiert, dass das Mittel sind, die wir gerade eben zur kritischen Betrachtung zur Verfügung stellen, auch dessen, was wir hier tun, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das keine Lappalie an dieser Stelle. Weil ich diese lebendige Vielfalt, die ich versucht habe darzustellen, für keineswegs Gott gegeben halte, will ich vielleicht auch mal an die Worte erinnern, die Papst Franziskus just diese Worte von sich gegeben hat, diese Woche von sich gegeben hat, als er anlässlich eines Spitzengesprächs am 4. April ja mit den Vertretern des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Vatikan dann auch nachdenklich auf die Herausforderung hingewiesen hat, vor denen die Medien auch nicht die Augen verschließen dürfen. Ich zitiere mal mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten aus seiner Ansprache. Seit einiger Zeit erleben wir in der Welt eine besorgniserregende Entwicklung. Anfechtung des Rechtes auf Leben, Verneinung der sozialen Gleichheit, mangelnde Integration, Verstoß gegen die Menschenwürde und gegen die Gewissensfreiheit. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben hier die verantwortungsvolle Aufgabe, für das hohe Gut der menschlichen Freiheit und Würde entschieden Stellung zu beziehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser zentralen Aufgabe, nämlich für menschliche Freiheit, für die Würde einzutreten, fühlen wir uns eben hier im Saarländischen Landtag und auch innerhalb der Landesregierung und der Verwaltung unseres Landes zutiefst verpflichtet. Und deswegen schließe ich mich auch gerne diesem Appell von Papst Franziskus an, denn er hat recht, Einsatz für Zukunft und Frieden, Einsatz für Freiheit. Das ist eben vornehmlichste staatliche Aufgabe und das alleine reicht nicht. Ganz im Sinne des langjährigen Richters des Bundesverfassungsgerichts, dem unvergessenen Professor Böckenförde, der vor wenigen Wochen ja verstorben ist, gilt eben auch, dass der freiheitliche Staat basiert auf kulturellen Grundlagen, die er, also der Staat, im Rahmen seiner freiheitlichen Verfasstheit nicht alleine garantieren kann. Er braucht dafür Unabhängige, er braucht dafür nicht staatliche Partner. Und in diesem Sinne will ich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch ermutigen, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, die wir ihnen bieten. Und deshalb ist mein Appell an dieser Stelle, haben Sie als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, haben Sie hohe Ansprüche an die Qualität Ihrer Arbeit, richten Sie bitte den Blick auch nach vorne.
Die gemeinsame Herausforderung, die liegt sicherlich gesamtgesellschaftlich in der Zukunft. Suchen Sie nach den qualitativ hochwertigsten, suchen Sie nach den innovativsten Lösungen. Gehen Sie nachhaltig, gehen Sie effizient, gehen Sie verantwortungsvoll mit den Ressourcen um und fördern Sie die Weltoffenheit und die internationale Ausrichtung unseres Saarlandes. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir hier im Landtag des Saarlandes mit diesem Zustimmungsgesetz unter anderem auch dem Saarländischen Rundfunk mehr Spielräume im Netz einräumen können. Die hohen Ansprüche, die wir damit verbinden, die legen wir bildlich gesprochen jetzt mal diesem Gesetzentwurf bzw. dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk vertrauensvoll mit dazu. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit.